Das hier ist die neue Sony A7 R5 und ich durfte sie in den letzten 2 Wochen schon exklusiv in der Praxis benutzen. Und in diesem Video geht es um mehr als 5 richtig coole Upgrades, als auch um das, was mich so ein bisschen enttäuscht hat. Das Wichtigste vorab. 7R-Reihe bedeutet ja Resolution, auf Deutsch Auflösung, und alles dreht sich um die Auflösung. Und auch hier haben wir eine hammermäßige Auflösung, 61 Megapixel auf dem Exmor R rückbelichtetem Vollformat-Sensor. Aber nicht nur beim Fotografieren sind jede Menge Megapixel vorhanden, sondern jetzt auch beim Film. 8K-Videoauflösung ist jetzt auch möglich. Mehr dazu aber gleich. Der Kamerabuddy sieht äußerlich auf den ersten Blick identisch aus zur A7 S3 und auch A7 IV. Es gibt aber 2 wichtige Änderungen. Eine ganz kleine und eine sehr große und sehr gute. Damit auch direkt Upgrade Nummer 1 und mein absolutes Lieblings-Upgrade. Endlich hat Sony in den großen Vollformat spiegellosen Kameras ein Klappdisplay verbaut, mit dem man richtig, richtig gut arbeiten kann. Es ist auf den ersten Blick ein ganz normaler Flip-Display, aber man kann ihn jetzt nicht nur ganz normal nach vorne klappen und auch umdrehen, sondern man kann ihn jetzt auch neigen, wie bei den alten Sony-Kameras. Das heißt, wir haben das Beste aus beiden Welten jetzt hier kombiniert. Das sieht auf den ersten Blick ein bisschen abenteuerlich aus, aber in der Praxis war es jetzt richtig, richtig gut damit zu fotografieren, aber auch zu filmen. Man stößt nicht mehr an, zum Beispiel am HDMI-Port, wenn man ein HDMI-Kabel zum Beispiel oder ein Mikrofon drinstecken hat. Oder wie ich, wenn ich hier mit dem L-Winkel arbeite, habe ich jetzt den vollen Bewegungsfreiraum. Kein Anstoßen mehr, auch im Hochformat mit Stativ zum Beispiel. Kann ich das Ganze einfach so ein Stückchen wegklappen und dann den Display rumdrehen in genau den Winkel, den ich brauche. Und ich kann sogar so eine abgefahrenen Sachen machen, wie zum Beispiel hier irgendwie sowas und den Display hier so oben drüber stellen. Also das alles in allem ein richtig cooles Upgrade. Das Display hat weiterhin auch Touch und fast doppelt so viel Bildpunkte wie das Vorgängermodell. Die Drehräder von oben sind ein Mix aus 7S3 und 7.4. Man hat jetzt oben zum einen auf den Hauptkameramodi Drehrad einen Lockknopf. Man hat den S- und Q-Modus, Kameramodus und Videomodus getrennt mit einem kleinen Einstellrad und auch einem Lockknopf. Und man hat die Belichtungskorrektur jetzt frei belegbar und auch mit einem Lockknopf versehen. Man kann auch sagen, das Beste aus allen Welten jetzt kombiniert. Upgrade Nummer 2. Im Fotomodus haben wir ja die gleiche Megapixelanzahl wie auch schon beim Vorgänger, aber im Videomodus hat sich einiges verändert. 8K-Videoauflösung ist jetzt möglich. Das ist 4-mal so viel wie 4K und 16-mal so viel wie HD. Das ist schon ein ordentlicher Batzen. Allerdings nur mit 25 bzw. 24 Frames in der Sekunde. Vergleich, A1 kann 30 Frames in der Sekunde, also ein bisschen mehr. 4K ist jetzt auch möglich mit 60 Frames bzw. 50 Frames in der Sekunde, beides allerdings nur im Crop. Und das ist das, wo ich so ein bisschen enttäuscht bin, wenn ich schon den Vollformat-Sensor habe. Ich habe es auch schon bei der A7 IV so ein bisschen enttäuschend bemängelt, sage ich mal. Dann will ich auch den vollen Readout haben, wenigstens bei 4K 60 Frames. Come on, von mir aus 8K leichter Crop, okay, aber 4K 60 Frames muss denn dieser Crop immer sein, wenn man eine Vollformatkamera schon gekauft hat. Es ist, wie es ist, das sollte man vorher wissen, bevor man sich zum Beispiel so eine Kamera zulegt zum Filmen. Es ist nicht super dramatisch, aber es verändert sich halt der Bildausschnitt immer so ein bisschen, wenn man zum Beispiel Reportagen fotografiert, Hochzeiten oder sowas, oder wie ich war zum Beispiel jetzt unterwegs, habe immer Fotos geschossen, ab und zu mal auf den Record-Knopf gedrückt und es croppt halt immer rein. Man hat einen anderen Bild. Ausschnitt, je nachdem, was für eine Brennweite man hat, kann man vielleicht noch zoomen und das ein bisschen dann nachjustieren, oder man muss sich halt aber bewegen. Und das ist auf Dauer anstrengend. Einzig 4K 30 Frames oder auch natürlich HD können wir mit dem vollen Vollformat-Sensor dann benutzen. Ich zeige euch hier mal in dem Video ein bisschen 8K-Material runterskaliert jetzt hier auf 4K, indem wir das komplette Video auf YouTube auch ausspielen. Wir haben aber auch ein paar 8K-Clips einfach mal aneinander geschnitten, hochgeladen auf YouTube. Dann könnt ihr euch, wenn ihr zum Beispiel einen 8K-Fernseher habt, das Ganze in 8K angucken oder zumindest vielleicht in besserer Qualität dann in 4K angucken. Link ist unter dem Video. Generell 8K-Videoauflösung in der R-Reihe ist natürlich super. R Resolution, also sowohl Foto als auch Video, hat jetzt eine echt krasse Auflösung und ist für die Zukunft gewappnet. 8K bedeutet, man kann schön zum Beispiel zoomen, wenn man das denn möchte. Man kann Pans machen, also zum Beispiel schwenken in einem Bild. Man kann zum Beispiel das Ganze vielleicht auch in Zukunft für VR-Aufnahmen, zum Beispiel mit Stereoskopie-Linsen benutzen. Also alles in allem ist man für die Zukunft gewappnet. Man hat 2 Einstellungsmöglichkeiten in 8K, entweder 200 Mbit oder 400 Mbit. Und
auch das S-Cinetone Farbprofil gibt es jetzt in der R5, wie man das schon kennt von der S3 oder auch von der 7.4. Das ist ein flaches Bildprofil, was aber ein bisschen bunter ist als S-Log. Und wir benutzen das schon seit über einem Jahr zum Filmen und es sieht sehr gut aus. Upgrade Nummer 3. Es gibt jetzt zwei Bion ZXA Bildprozessoren, wie man das auch schon kennt von der 7.4. Die sind dafür da, um die Bildverarbeitung schneller zu machen, zum Beispiel in der Serienbildaufnahme. 583 Bilder in RAW only oder 1000 Bilder in JPEG only sollen jetzt möglich sein, hintereinander wegfotografiert und das mit 61 Megapixel Auflösung, natürlich entsprechender Bilddateigröße, das ist schon eine Ansage. Allerdings nur mit 10 Bildern maximal in der Sekunde. Gut. Mit der gesteigerten Prozessorleistung gibt es auch einige Upgrades im Autofokus. Es gibt jetzt den Tieraugen-Autofokus, Menschaugen-Autofokus, Vogelaugen-Autofokus, wie wir es auch schon von den anderen Kameras kennen, aber warte, es geht weiter. Als Outdoor-Fotograf möchte man optimal vorbereitet sein, auch wenn das Wetter mal ungemütlich wird. Deshalb haben wir die erste 5-in-1 Jacke für Fotografen entwickelt. Mach dir keine Gedanken über das Wetter. Fokussier dich auf das, was wirklich wichtig ist. Dreckiges Objektiv? Wo ist schon wieder das Tuch? Es kann so einfach sein. In der linken Ärmeltasche. Du brauchst einen vollen Akku, SD-Karte oder Stativplatte? Nimm sie dir aus deinem kleinen Fotorucksack in deiner Jacke. Insgesamt 27 Taschen. Denn als Fotograf kann man einfach nicht genug Taschen haben. Wasserfest, winddicht, atmungsaktiv, gefüttert. 3 Jackenlayer. Mehr als 5 mögliche Kombinationen. Weniger als 350 Euro. Hol dir deine Haugland 5-in-1 Jacke für Fotografen. Jetzt auf www.haugland.de. Schau dir auch die Winterhandschuhe, Weste und den Rucksack für Fotografen an. Haugland. Photographer's Clothing. Wir haben jetzt den Flugzeug-Autofokus-Erkennung, Zug-Autofokus-Erkennung, Auto-Autofokus-Erkennung und Insekten-Autofokus-Erkennung. What? Ja, ihr habt richtig gehört. Aber das ist immer noch nicht alles. Es gibt jetzt eine AI Processing Unit, wird es genannt, von Sony. Das heißt, mit künstlicher Intelligenz, und das Ganze soll auch weiter lernen, ist es jetzt möglich, nicht nur das Auge zum Beispiel zu tracken, also den Ist-Zustand zu tracken, sondern auch eine Bewegung zu tracken. Also die Kamera berechnet vor, was kann man sagen, in der Zukunft passiert. Also wie ein Mensch sich zum Beispiel bewegt oder ein Tier sich dann bewegt. Und das ist hilfreich, wenn es zum Beispiel darum geht, dass ein Tier die Augen nicht erkennbar hat oder ein Mensch zum Beispiel sich durch Hindernisse bewegt oder vielleicht auch maskiert ist, wie jetzt aktuell in diesem Umfeld. Und dabei soll der Autofokus jetzt zuverlässig funktionieren. Upgrade Nummer 4. Es gibt jetzt endlich einen Bulb-Modus, den ich in der Kamera programmieren kann. Das heißt, ich kann ohne Fernauslöser einstellen, wie lange die Kamera über 30 Sekunden belichten soll. Zum Beispiel 60 Sekunden oder 800 Sekunden oder was auch immer ich einstellen möchte, das ist jetzt möglich. Es ist ein bisschen fummelig, man muss erst ins Menü gehen, das alles einstellen, dann dreht man über 30 Sekunden in den Bulb-Modus, dann steht die Zeit aber da und das Beste, haltet euch fest, 2022, man sieht auch die Zeit rückwärts laufen. Das war bis dato immer so ein bisschen blöd, da musste man immer gucken, mit seinem Handy stoppen, ist jetzt alles beseitigt, ist in der Kamera drin. Auch für Makrofotografen vielleicht ein interessantes Feature, es gibt jetzt Fokus-Stacking, was man in der Kamera programmieren kann, das heißt, der Fokus wird automatisch nachgezogen, es werden mehrere Belichtungen automatisch fotografiert. Man findet das alles im Bracketing-Menü. Upgrade Nummer 5 Plus. Es gibt so viele Upgrades und ich werde jetzt einfach mal ein paar hintereinander hier noch erzählen. Zum einen haben wir den Sucher jetzt aus der A1. Das heißt, einen schönen großen Sucher, ein schönes Bild und es sieht wirklich sehr, sehr sahnig aus, wenn man dadurch guckt. Dann hat man jetzt endlich, wie auch bei der A1, die Abdeckung, wenn man die Kamera ausschaltet, sodass die Kamera schließt und der Sensor nicht mehr frei liegt, wenn man zum Beispiel das Objektiv wechseln möchte und in einer Umgebung ist, wo potenziell Staub oder anderer Dreck auf dem Sensor landen könnte. Pixel Shift ist mit der Kamera jetzt auch möglich, bis 240 Megapixel mit noch einer neuen Software für den Desktop, dass es besser zusammengerechnet werden kann, auch Pixel einzeln nochmal anders berechnet werden können, also insgesamt ein Upgrade für alle Leute, die dieses Pixel Shift Feature nutzen möchten und noch mehr Megapixel haben wollen. Die Lowlight-Performance an der Kamera wurde nochmal verbessert und es ist jetzt die Vollformat mit den meisten Megapixeln und trotzdem der besten Lowlight-Performance in Kombination. Ich habe euch ein paar Beispiele in die Videobeschreibung reingepackt. Es sind nur JPEGs aktuell möglich, weil Camera Raw das noch nicht verarbeiten kann, weil die Kamera so neu ist. Aber ihr könnt es euch ja mal angucken und einfach miteinander die verschiedenen ISO-Stufen
vergleichen. Unten in der Beschreibung. Was auch neu ist, wir können die RAW-Bilder jetzt in verschiedenen Abstufungen speichern und so zum Beispiel kleinere RAW-Bilder mit weniger Megapixeln speichern, wenn wir das denn haben möchten, zum Beispiel wenn wir Serienaufnahmen oder sowas schießen wollen. Was wir ziemlich cool fanden beim Filmen jetzt in der Praxis, dass der Soundpegel die ganze Zeit angezeigt wird, also auch wenn man im Fotomodus ist, schnell mal auf Record drückt, dann hat man die ganze Zeit den Soundpegel dann oben eingeblendet oder auch im Videomodus, der Soundpegel ist in allen Display-Einstellungen dauerhaft angezeigt und das ist schon ziemlich cool. Der Sensorstabilisator wurde auch noch mal verbessert und es ist noch mehr möglich, verwackelfrei ohne Stativ zu fotografieren. Hängt natürlich aber auch immer von der Brennweite ab. Und wie auch mit den ganzen anderen Video-Features haben wir jetzt die anderen Videoanschlüsse, zum Beispiel Mikrofon, großer HDMI-Anschluss und so weiter. Sieht eigentlich relativ identisch aus zur 7.4 oder auch S3. Über jeden dieser Punkte, die ich gerade erwähnt habe, könnte man ein extra Video hier machen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was euch am meisten interessiert, mal zu testen und vielleicht auch welches Feature ihr bis dato schon am coolsten findet. Testbilder, wie gesagt, in JPEG, out of camera, komplett ohne Bearbeitung, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und mein Fazit jetzt nach 2 Wochen mit der neuen A7 R5 in der Praxis. Es ist eine wirklich tolle Kamera. Es macht sehr viel Spaß, damit zu fotografieren. Es wurde eigentlich alles verbessert, was ich mir immer gewünscht habe. Einziger Wermutstropfen, Crop. Ja, 4K 60 Frames, 8K, Crop. Das noch ein bisschen improven, vielleicht noch ein bisschen schickeres Menü, vielleicht mal Apps reinbringen und dann bin ich wirklich total happy und muss keine Reviews mehr machen, glaube ich, ne? Weil dann ist einfach die perfekte Kamera für mich. Ja, alles in allem aber ein super Gerät, viele Features aus viel teureren Kameramodellen, zum Beispiel der A1 steckt jetzt hier drin, teilweise sogar noch bessere Features sind hier drin, wie der neue improvede Autofokus und das für einen echt guten Preis. 4.500 Euro inklusive Mehrwertsteuer wird die Kamera zur Einführung kosten und ab sofort ist die auch zum Vorbestellen verfügbar. Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Und man bekommt für den Preis super viele Megapixel, super hohe Videoauflösung, verbesserten Bildstabilisator, Autofokus AI, verbesserte Lowlight-Performance. Man hat jetzt einen neuen Flipscreen, man hat einen insgesamt größeren Body, die ganzen Anschlüsse zum Film, also alles in allem ein super cooles Paket für den Preis. Wie findet ihr denn die Kamera und welches der neuen Upgrades findet ihr am besten? Schreibt es mal in die Kommentare rein und gebt einen Daumen hoch für den Algorithmus. Wie gesagt, Link zu den ganzen Testbildern, auch 8K-Auflösung und auch zum Vorbestellen in der Videobeschreibung und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Bis zum nächsten Mal.